gerade festgestellt, dass erst wollten wir wechseln, den Controller. Dann haben wir festgestellt, eigentlich ist keiner von uns hat Bock, das Spiel zu spielen. Wir wollen es beide gucken. Aber keiner will so wirklich der sein, der oben, unten, links, rechts drückt. Kann ich irgendwie verstehen. Ich kann gleich ein bisschen rumlaufen, wenn du willst. Ja, gleich kannst du. Und du musst nicht. Ich habe dich ja nur gefragt. Wir sind in einer Untergrundorganisation namens. Oh Gott, waren es die Orangenen? Nee. Die Lila. Die Lilanen sind die anderen Bösen. Nee, nee. Wir sind. Also Lila Launeberg, kennst du den noch? Lila. Launeberg. Ich glaube, das war. Habe ich nie geguckt, fand ich immer schlimm. Ja. Hey, bitte, was? Was? Was kommt hier von der Regie? Eduard singt gerade mit. Ach so, die Unsichtbaren. Ja, es gab ganz viel. Also es gibt die Unsichtbaren, das sind die, genau, da hast du recht. Ja. Die sind in der U-Bahn und dann gibt es die Lilanen, die haben unser Indigo-Kind, was wir gerade vorher unter viel Aufwand den orangefarbenen, das denken wir uns nicht aus, den orangefarbenen abgenommen haben. Warum haben die eigentlich keine richtigen Namen? Ach, egal. Also, und jetzt, keine Ahnung, keiner weiß so richtig, wir hören uns ganz viele Sachen an, die wahrscheinlich in 2 Minuten schon wieder irrelevant sind, weil am Ende ein großer Kaktus einfach für alles verantwortlich ist, der die Weltherrschaft sich übernehmen will. Also. Aber dann muss es aber auch wirklich bald zu Ende sein, ja, oder? Es ist bald zu Ende. Jetzt, wir müssen jetzt 2 Level noch. Irgendwas, also 2 Level, ja? Von ungefähr 25, die wir hinter uns haben. Okay, es geht los. Go, go, Power viel Spaß. Simon. Oh, dieser orangefarbene, der interessiert mich. Wer steckt hinter dem orangenen Clan? Das weiß niemand genau. Es heißt, es seien 5. 5, die die Welt regieren. Verwaltung, Polizei, Armee, Finanzen, Medien. Sie kontrollieren alles. Ist gut. Der orangene Clan hat über die Jahrhunderte hinweg ein Imperium aufgebaut, das die gesamte Welt regiert. Das ist eigentlich was für dich, du Verschwörungstheoretiker. Oder? Ja, aber ich mag intelligente Verschwörungstheorien. Wozu braucht der orangene Clan das Indigo-Kind noch, wenn er schon jetzt alles kontrolliert? Er will eben noch viel mehr Macht. Das Geheimnis des Indigo-Kindes würde sie zu klar machen. Er will eben noch viel mehr Macht. Das kann man denn daran nicht verstehen. Okay, Prophezeiung, ja? Ja, Prophezeiung. Was verkündet die Prophezeiung? Sie verkündet die Geburt des Indigo-Kindes. Das wissen wir doch jetzt. Das Kind wird die Antwort auf alle Fragen kennen. Und derjenige, der seine Nachricht hört, kann sich dadurch unendliche Macht verschaffen. Wird das Kind aber vor Ende des Countdowns nicht angehört, dann wird die Menschheit erlischen. Und? Was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens finden. Ja, ja, mach's mal vor. Ich nehme an, dass sie es zu einer Chroma-Zelle bringen werden. Dort wird es seine Nachricht verkünden und die Prophezeiung erfüllen. Wo finden wir die Chroma-Quelle? Auf unserem Planeten sind nur 3 solcher Quellen bekannt. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wichita. Wichita? Natürlich. Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler, sie arbeiteten für die Regierung. 3 auf der ganzen Welt. Ach so. Er ist da zufällig geboren. Natürlich so einiges. Du Wichita. In den 50er Jahren wurde ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Derjenige, der das jetzt verstehe ich. Dorthin bringt, als Kind wird für die war er da. 10.000 Jahre absolute Macht erlangen. Und hat diese Chroma-Quelle unbedingt rechtzeitig dort sein, gesehen, um sie benutzt, aufzuhalten. Berührt. Und deswegen ist er irgendwie so markiert. Wann fahren wir los? Was immer auch Sinn ergibt. In 2 Stunden, sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der orangene Clan und der lila Clan in Wichita schon auf euch warten. Ich kann das nicht ernst nehmen, Mann. Ihr dürft nichts unversucht lassen, um sie daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch noch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Morgen wird für die Menschheit vielleicht der letzte Tag anbrechen. Ich bin todmüde, Carla. Ich befolge Bogarts Rat und leg mich schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Ich schaue mich noch um, bevor ich mich hinleg. Also, sie können natürlich auch ein bisschen. Also, wenn es der letzte Tag ist, ich finde, wenn es der letzte Tag ist, kann man auch mal 5 gerade sein lassen. Ne? Aber das war schon sehr lustig. Jedes Mal, wenn er irgendwie was gesagt hat, fing so eine bedeutungsschwangere Kamerafahrt an oder sein Blick ging ins Endlose oder das ist einfach
einfach zu überdramatisiert hier. Trieft. Das ist wahr. Und diese schlechte Animation, diese Körperausdrucksweise wird noch durch den schlechten Sprecher unterstützt, weißt du? Ja gut, in der Deutschen ist es wirklich nicht so der allerbeste Sprecher. Oh, 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 ist da bereit? Da geht was, gell, wenn man da hingeht. Ich drück das mal noch nicht, weil ich Furcht habe, dass dann direkt irgendwie die Zwischensequenz beginnt. Ich würde mir nämlich gerne noch mal ein paar Gespräche anhören, aber irgendwie will ja keiner reden, ne? Aber die Mucke ist geil, hör mal hin. Ein altes Radio. Dance Action! Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. Sieht also durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. Ja, und ein Sender, der noch sendet. Batterien und Antenne. Da sind schon mal die Batterien. Sehr gut. Taschenlampen. Ich nehme die Batterien von einer für das Radio. Okay, Kamera hier nicht so gut. Na gut. Solltest du irgendwo eine Möglichkeit für eine Antenne sehen? Bestimmt im anderen Waggon. Ne, in dem anderen ist ja schon der Lucas. Ach so. Ach, juhu. Das hätte ich mal vorher brauchen können. Hier ist nix. Okay, gar nichts, na gut. Nee, bloß nicht nochmal mit dem reden. Ich finde auch, da haben wir genug. Weiter suchen wir. Oh, vielleicht, du hast recht, hier in diesem Waggon in der Ecke. Da ist bestimmt was. Auch nicht? Vielleicht, Brillenbügel? Kleiderbügel? Ja, kann eigentlich. Eine Matratze? Nee. Na gut, es kann ja nur hier in der Nähe sein. Ist ja zum Glück alles sehr klein. Vorne auch nichts, oder? Nee, das hier ist nichts. Bist du denn sicher, dass die Antenne gesagt hat? Vielleicht reichen die Batterien ja auch. Ja, schon. Sie meint Batterie und Antenne. Siehst du, hier ist die Antenne. Aber wo? Was? Hier was? War sie gerade. Aha, wo sie. Hä? Ja, genau. Sie hat was abgerissen. Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. Aha. Ich nehme an, wir werden eh nicht viel erfahren, außer dass es immer kälter wird, die Welt sich mehr oder weniger auf eine neue Eiszeit vorbereitet. Aber man hört sowas ja gerne, oder? In Katastrophenfilmen will man immer wissen, was das Radio und die Medien dazu sagen, was so, oder? Will man irgendwie auch in Zombiefilmen, ist das immer das Highlight. Muss ja auch sein, die... Ja, die Welt da draußen. Man kann sich nur ja eigentlich eh denken, was da gesagt wird, worum es geht und so. Also man will es trotzdem hören. Ja, du brauchst den Kontext nochmal, dass alles draußen wirklich im Arsch ist. So, jetzt müsste es funktionieren. Hey, jetzt gefällt mir das Spiel gerade wieder richtig gut. So, die Musik hat die richtige Stimmung. Wenn die Leute einfach nicht reden würden. Bisschen chilliger jetzt auch. Zwei Drittel des Landes sind heute Morgen ohne jegliche Stromversorgung. Wo immer Holz zu finden ist, wird es von der Bevölkerung als Brennholz genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen. Schon in nur wenigen Tagen werden auf dem Planet erneut steinzeitartige Verhältnisse herrschen. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Plünderungen zu verhindern und denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ozeane weltweit werden bald vollständig von Eis bedeckt sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren. Und in der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Wenn die Temperaturen weiterhin sinken... Glaubt mir, Brüder und Schwestern, in Wahrheit ist diese Kältewelle die Strafe Gottes für alle Sünden der Menschheit. Gott ist unserer... Ungläubigen und bösen Taten überdrüssig geworden. Typisch, ne? Und er wird die Erde von den Unwürdigen befreien und den Anbruch eines neuen Zeitalters verkünden, genau wie er es bei der Sintflut tat. Habt keine Angst, Brüder und Schwestern, denn Gottes Wille ist allmächtig.
Die Gerechten müssen seinen Zorn nicht fürchten, denn... Die Apokalypse. Okay. Die Zukunft der Erde entscheidet sich morgen in Wichita. Auf nach Wichita, oder? Ja, aber erstmal noch ein bisschen schnackseln. Es ist ja so warm. Geht es jetzt nicht mehr? Doch, geht noch. Ey, da würde ich nichts machen. Im Ernst, es ist so kalt. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Sie es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Vielleicht, wenn alles anders gekommen wäre. Oh. Tada! Love is in the air. Eiskalt. Deine Lippen sind eiskalt. Ich bin ja auch tot. Ich liebe dich, Lukas. Ja, wie jetzt? Jetzt liebt sie ihn auch noch. Mann, du hast ihn vor einer Woche kennengelernt und er ist eiskalt. Na gut. Oh, was ist das denn? Die hat Lukas stehen auf ihrer Brust. Es wird weniger, dass diese Energie, das gibt ihm Energie, ja? Sex gibt ihm Energie oder wie? Findest du das gerade? Nein, da war doch gerade die Anzeige. Nee, er ist nicht mehr gestresst. Mit depressiv. Ja, naja, er ist weniger depressiv, wenn er Geschlechtsverkehr hat. Das ist wirklich so, ne? Sex. Das ist wirklich so. Das ist die Szene. Sehr viele Menschen festgestellt. Das ist wahrscheinlich die Szene, wegen der es bei YouTube gebannt werden wird, nehme ich an. Ach so, weil das man eine hat Brust sieht. Einer im Chat geschrieben. Wo ist die Brust? Das ist nicht die erste Brust, die wir heute in dem Spiel sehen. Ja, okay, man sieht den Ansatz von Brüsten, aber man hat sie doch noch nicht ganz gesehen, oder? Für YouTube reicht auch ein spitzer Ellenbogen. Ja? Ja, die haben da Bots, die das rauslöschen. Wieso sind die Amis denn alle so... Oder? Ja, weil wenn die Leute sich Möpse angucken, dann können sie nicht mehr mit Waffen ballern. Du kannst dich nur für eine Sache entscheiden. Liebe oder Krieg, Mann. Gibt es nicht zwei. Das ist die falsche Entscheidung. Man sollte wirklich die Prioritäten anders setzen. Und das, was ist das jetzt? Was verstehe ich nicht. Ja, halt wieder ein Traum. Ach so, ein Traum. Okay. Er als Junge und hier redet jemand. Er hat ja als Junge dieses Kronos, oder wie es heißt, gesehen wohl. Mhm. Das wurde zumindest angedeutet und ist deswegen vielleicht mit so einer speziellen Connection gesegnet. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Mary. Das ist einfach unmöglich. Sieh es doch an. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht... bewirkte sie etwas bei Lukas? So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Geile Stimme. Und außerdem, ich kenne also wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche mit Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Bam. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Und dann stand er da für 15 Jahre, bis er erwachsen war. Und dann ging er fort. Für immer. Ja, hat viel erklärt, oder? Ein bisschen. Sie haben es jetzt echt deutlich gesagt, was passiert ist. Mhm. Und jetzt Wichita. Oh, das erinnert mich an Code Veronica. Da gibt es am Ende auch eine ähnliche Episode noch zum Schluss. Shining denken, diese Winterlandschaft einfach. Auch natürlich Shining, Fargo. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Sei vorsichtig. Ich brauche dich.
Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Guck mal, wenn ich es rhythmisch mache, reicht's noch nicht. Ja? Man muss trotzdem irgendwie panisch. Schnee hat schon sowas richtig Bedrohliches, gell? Es ist isolierend, es dämpft, es macht alles gleich. Das Ding auch. Es, ja, das Ding. Mhm. Das Ding, Fargo, was hatten wir noch gerade? Was du meinst? Shining. Shining. Das sind die Filme, die Schnee sehr gut einsetzen für die Atmosphäre. Ist der Stephen King-Film nochmal mit der Schriftsteller Misery? Ach so, Misery. Ist da auch Schnee, sicher? Das ist auf jeden Fall scheiße, wenn man eingeschneit ist. Er ist ja auf jeden Fall lange in ihrer Gewalt. Da ist dieses Leuchtturm. Gib mir das Kind. Ich dachte in dem Moment... Du bist noch dickköpfiger als wir anderen Mensch. Aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertigen Spezies werdet aussterben. Genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mithilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Ich war es, der sie euch gegeben hat, und ich werde der sein, der sie euch wieder wegnimmt. Du vergisst allerdings ein kleines Detail. In deinem Kortex befindet sich ein Modul, mit dem wir dich steuern können. Du bist eine Marionette, Mensch. Und jetzt... Die Module spielen verrückt. Ich bin total verliebt. Ja, voll auf Liebe eingestellt. Ich lauf Liebe. Schalt mich ein und schalt mich aus. Die Gefühle müssen raus. Schöne Musik. Aber kennt ihr alle nicht mehr, gell? Ist nicht mehr so. Die Module. Ah. Okay. Superkampf. Hadouken. Kamehame. Super. Eigentlich, die Unsichtbaren hätten mich ja eigentlich ein bisschen darauf vorbereiten müssen, mit irgendwelchem Wissen, weißt du, über meine Fähigkeiten. Aber nee, der kann das alles von allein, oder, Lukas? Der lernt das einfach so, ohne wirklich... Ja, da regnet es Außerirdische. Du hast ihn wirklich jetzt kaputt gemacht, ne? Wieso war das sehr jetzt, lame. Wieso war das jetzt so einfach? Ja, gute Frage. Okay. Und jetzt? Weiß ich nicht. Lukas! Entweder du rettest die Frau oder du rettest das Kind. Entscheide dich. Lass Carla in Ruhe. Sie hat mit all dem nichts zu tun. Komm und nimm es mit mir auf, wenn du dich traust. Ich werde dir einen sehr großzügigen Vorschlag unterbreiten, Lukas. Wenn du mir das Kind gibst, lasse ich euch am Leben. Dann könnt ihr unsere neue Welt erleben. In eurer neuen Welt will ich bestimmt nicht leben. Ihr werdet die gesamte Menschheit zu Sklaven machen, um den Interessen des Clans zu dienen. Ja, so ist es. Du hast es erfasst. Verdammt. Ich gebe dir 5 Sekunden, deine Meinung zu ändern. Denn sonst werde ich erst die Frau... und dann auch dich töten. Entscheide dich. Gib ihm das Kind nicht, Lukas! Oh, das ist interessant. Geben oder zurückweisen? Die Community kann entscheiden. In dem Moment, in dem wir das jetzt sagen, dauert es 30 Sekunden, bis wir die Lösung hören. Geben oder zurückweisen? Ich nie geben, weil dann sind beide tot. Also, ich habe eine Idee. Das ist doch diese typische Geiselnahme. Ist der Klassiker, ja. Aber ich glaube, es ist hier anders, weil das Orakel... tötet, das Orakel darf ausschließlich über andere töten. Das Orakel darf nicht selbst töten. Das bedeutet, in dem Moment, in dem wir das Orakel dazu bringen, dass es jemanden tötet, ist es kein Orakel mehr. Ja, genau. So reime ich mir das zusammen. Dann musst du das Kind behalten, gell? Also auf jeden Fall nicht. Weil dann müsste das Orakel geben, genau. Sie selbst töten, oder? Ja, also in dem Moment, in dem das Orakel tötet, wäre es aber kein Orakel mehr. Und dadurch wäre es dann verschwunden, nehme ich an. Wir wissen es nicht genau. Was sagen denn die Leute? Entschuldigung, scheiße, was ist Kackwerbung? Moment. Mach doch einfach in die Mitte einmal. Okay, genau. Alles klar. So,
geben, zurück. Was, echt? Geben? Geben? Ihr wollt alle ihm geben, das Kind zurück, geben? Zurück, geben, behalten. Geben, zurück, zurück. Geben, oh, schwierig. Geben, umtauschen. Umtauschen. Töte jeden. Ich hätte gerne ein anderes Kind. Liebe. Das hier Liebe ist kaputt. Liebe war auch ein Vorschlag. Nee, wir haben leider nur zwei. Aber viele sagen geben, oder? Muss man behalten, na, jetzt wieder viele behalten? Sorgerechtsstreit. Die Leute sind auch schon völlig banga, banga. Das ist das Spiel. Das, wir sind aber fertig. Hast du wir, jetzt irgendeine... Wir können keine Entscheidung mehr treffen. Der Plot ist zu dumm. Hast du einen Überblick? Über was du deiner Ansicht nach jetzt am meisten Ich glaube, es wird mehr geben gesagt. Geben, gell? Ja, ja, ich glaube auch. Gut. Und dass Nils stinkt. Das wurde einmal gesagt. Ja, nur. Ja. Dann geben wir. Achtung, ich gebe. Vielleicht sind wir wieder beim Kampf. Bist du doch vernünftig. Willkommen in unserer Welt, Lukas. Ja, danke, Community. Das war eine super Idee. gut, dann gucken wir uns jetzt das böse Ende an, nehme ich an. Das ist doch alles nicht richtig. Falsch, Simon. Ja, natürlich ist falsch. Das Kind geben. Wieso haben wir denn jetzt auf den Chat gehört? Ja, weil wir wollten dem Chat die Möglichkeit geben, die Welt zu retten. Und wie erwartet, hat er sie zerstört. Und das Kind? So ist das, wenn der Twitch-Chat die Macht hat. Also jetzt sind alle tot, oder was? Ich nehme an, jetzt sind alle tot. Vielleicht gibt es noch mal ein längeres Ende. Vielleicht aber auch nur, und hier endet meine Geschichte. No, unbefriedigend. Jetzt kommen die Kredits. Kann man noch mal anders abbiegen? Nach ein paar Tagen stiegen die Temperaturen weltweit wieder an. Das Orakel hatte uns ziehen lassen. Vermutlich reichte ihm sein Sieg. Und er wollte es wohl nicht auf eine Auseinandersetzung mit mir ankommen lassen. Carla und ich kehrten nach New York zurück, um dort die große Veränderung abzuwarten. Aber nichts passierte. Auch 3 Monate nach der Enthüllung des Indigo-Kinds schien sich für die Menschheit nichts verändert zu haben. Ich weiß jedoch, dass ihre Pläne eines Tages ans Licht treten werden. Carla und ich sind seit Wichita ein Paar. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Vermutlich seit jener Nacht in Bogarts Untergrundbasis. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Wichita bestrahlt wurde. Nicht genau so wieder. Wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie es nun weitergehen wird. Wir versuchen, ein normales Leben zu führen, so als sei nie etwas passiert. Manchmal blicke ich noch durch die Augen des Orakels und weiß, dass unser Albtraum erst der Anfang war. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Diese Küste sind auch grausam animiert. Dramatisch. Ende. Ende. Zu Ende. Ende, es ist zu Ende. Ende, Ende. Wir spielen es natürlich gleich nochmal mit dem richtigen Ende. Aber ihr wolltet es ja nicht anders. Ja, aber doch Happy End dann, ne? War ja doch dann... Ja, nee, eigentlich eher so ein bisschen Sequel-Ende, hä? Welt, so, ey, die Welt ist gerettet, sie ist wieder warm. Aber es dann was werden... Nee, die Idee war ja nicht, die Welt mit Kälte umzubringen. Das war ja nie der Plan. Der Plan war ja, die Macht über alle Menschen zu übernehmen, indem man... quasi sie beherrschen kann. Und deswegen nehme ich an, dass das noch passieren wird. Kann man das wegdrücken? Ich würde nämlich wirklich gerne nochmal das andere Ende sehen. Ich auch. Also das ist kein befriedigendes Ende, muss ich ehrlich sagen. So, fortsetzen. Jetzt müsste hier eigentlich der letzte Abschnitt kommen. Nach ein paar Tagen stiegen die Temperaturen. Nein, es kommt das Ende. Mann, Leute, ihr habt alles falsch gemacht. Okay, dann gehen wir nochmal ins Kapitel vielleicht. Das letzte Kapitel. So viel kann man ja nicht. Hier seht ihr nochmal alles... im Schnelldurchlauf. Gar nicht so wenig, hä? Mhm. So. Epilog ist nicht das, was wir wollten, oder? Wir wollten den... Final Countdown.
Ist It's das, oder? Offenbarung oder das? Das ist dann das Ende, okay. So, das kann man jetzt aber leider nicht wegdrücken. Also das müssen wir uns nochmal angucken. Aber es dauert ja nicht so lange. Da war wieder die Depressivanzeige. Müsst ihr wieder Sex haben? Ja, oder Wasser trinken oder im Basketball gewinnen. Mhm. Oder an der Wand entlanglaufen. Das bringt auch was. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Ich kenne dich schon so lange, mein halbes Leben dieses Jahr. Wenn ich nicht in 15 Minuten... wieder da bin, such dir jemand anderen. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Bogart, genau. Er wird dich beschützen. Ja. Der Penner mit dem einen Auge, der in der U-Bahn wohnt, der kümmert sich um dich. Geh nicht zurück in meine Wohnung, in der du es warm hast und einen Kamin, sondern bitte geh in den Untergrund. Zu den Unsichtbaren. Ja, zu den Unsichtbaren. Den kannst du dann ganz schön, den ganzen Tag kannst du die massieren. Ja, ich schicke meine Freundin auch immer zu den Unsichtbaren. Geh du doch zu den Unsichtbaren! Ja, vielleicht gehe ich ja dahin. Vielleicht ist sie ja viel geiler als hier. Jetzt bin ich gerade schizophren und führe in meinem Kopf Beziehungsstreit. Das Spiel ist nicht gesund. Ja, das Spiel hat mich schizophren gemacht. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir... Lieber David Cage. das andere Ende genießen können und dann... Ich frage mich halt, was passiert? Wie können wir ihm jetzt, wie können wir ihm von seinem Plan abhalten, weißt du? Ich weiß es nicht. Wir können ihm das Kind geben oder ablehnen. Nur was passiert, wenn wir ablehnen? Gibt es dann einen Kampf? Wir lehnen doch jetzt ab, ne? Gerade eben haben wir es gegeben, jetzt sagen wir nö. Nee. Behalten wir. Und die Carla auch. Oder? Aber ich glaube, Carla muss sterben dann. Ich glaube, gib mir das Kind. Mit dem einen Ende hast du eben das Kind sterben, und so hast du Carla. Aber er hat sich damit dann auch verflucht wahrscheinlich. Und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertigen Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf die... Künstliche Intelligenz aus den 80ern. Stellt's euch einfach vor. Das läuft auf Basic. Wir werden mächtiger. Oder Turbo Pascal. Wirklich. Das ist ich so war dumm. Es, der sie euch gegeben hat. Und ich werde der sein, der sie euch wieder wegnimmt. Du vergisst allerdings ein kleines Detail. In deinem Cortex befindet sich ein Modul, mit dem wir dich steuern können. Du bist nein, wir und jetzt, Tanz. Und jetzt Tanz, Baby. Tanz, Puppe. Ich meine, warum haben sie am Ende gesagt, ey, mit diesen ganzen Clans und dem Indigo-Kind und so, das reicht uns noch nicht. Wir brauchen noch eine KI. Und dann auch noch aus den 80ern. Ich meine, die wissen doch alle, dass es blöd klingt. Selbst wenn es technisch möglich wäre, klingt es blöd. Ja, Mann, so eine Scheiße. Ging nicht. Jetzt bin ich tot. 2000 Jahre. Seit 2000 Jahren warte ich auf diesen Moment. Den Moment, in dem mir das Geheimnis enthüllt wird. Die Antwort auf alle Fragen. Und ausgerechnet du bringst mir das Indigo-Kind. Welch Ironie des Schicksals. Geil. Die killen sich jetzt gegenseitig. Das ist gut. Jetzt kann ich auf das Mädel schalten. Okay, er kann nicht helfen. Ich schalte auf sie, steig aus und helfe. Das ist gut, das gefällt mir. Ja. So viel, davon hätte es viel mehr geben müssen. Ernsthaften... Personenwechselspielchen. Wobei, ups, Entschuldigung. Ich hätte aber wahrscheinlich eben auch besser kämpfen können, oder meinst du nicht? Dass er mich gar nicht bekommen hätte erst, wenn ich besser widerstanden hätte? Ich kann dieses Spiel überhaupt nicht einschätzen. Weiter aufs Ziel zu. Bin fast da. Weiter. Bin fast... da warten wir ja. Schnittkrankbank. Guck mal, da siehst du die kämpfen. Und er macht währenddessen das Indigo-Child auf den Altar. Das ist doch geil. Guck, jetzt gebe ich ihm einen Kuss und alles ist wieder gut. Mhm. Was machst du denn, Lukas? Wach endlich auf! Sie manipulieren dich! Lukas! Wach auf! Bitte! Ich flehe dich an!
Sein Modul ist kaputt. Mensch, erfreue dich der letzten Momente deines Lebens, bevor wir die Kontrolle über diesen Planeten übernehmen und ihn endlich von eurer minderwertigen Rasse befreien. Ah! Wehre dich! Wehre dich! So sehe ich die Zukunft aber nicht. Okay, zu Ende. Ist das David Blaine oder was? Mindfreak. Ja, das war jetzt halt mega unspektakulär. Jetzt gehe ich mit dem Kind. Also irgendwie, warum ist der denn jetzt tot? Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass der im Kampf wirklich verloren hat, aber gut, der ist jetzt wohl tot. Und die auch, oder was? Und jetzt? Soll ich das Indigo-Kind jetzt da hinlegen? Das ist doch irgendwie Quatsch, oder? Das will ich ja eigentlich für alles verhindern. Ja, ist anscheinend so. Soll so, ne? Ja. Ich glaube, dass man Carla retten kann. Das glaube ich. Vielleicht geht es nur, wenn man Tyler auch mit dabei hat oder so. Und plötzlich versteht er alles. Geil wäre, wenn sie ihm gesagt hätte, du bist nur in einem Videospiel. Das wäre der letzte Dum-Dum-Dum-Twist gewesen. So, jetzt aber das richtige Ende. Oder eines der richtigen. Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein, die die Welt im Geheimen regieren. Und der lila Clan kehrte ins Netz zurück, um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit 3 Monaten mit Carla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogarts Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Vishita bestrahlt wurde, genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Neue Klamotten anziehen. Ich hätte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Ja. Ist schön, aber die Bösewichte sind jetzt nicht irgendwie. Die sind schon entkommen, gell? Ja, in beiden Versionen haben eine Win-Win-Situation aus Sicht der Bösen eigentlich. Eigentlich sogar fast dasselbe Ende für alle. Also alle überleben irgendwie, bis auf die beiden Jäger sozusagen. Und das Armageddon wird verschoben. Und er war jetzt im Freien und nicht mehr in der Wohnung. Ja. Aber er musste die Wohnung verkaufen. Beide Male mit einem Kuss. Und er hat so getan, als wäre nichts. Aber eigentlich ist ja, ne? Eigentlich weiß er, dass das nur ein kurzer Aufschub ist. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er die Wohnung vielleicht wegen der steigenden Miete und sowas, weil die jetzt eben nicht mehr so kalt ist, verkaufen musste, gezwungen war, weil er Miete nicht bezahlen kann. Das könnte sein, dass das die Bedeutung ist. Unter dem Baum, in diesem Hügel, unter dem Baum, weil er der Hobbit gesehen hat, ist er in diesem Hügel eingezogen. Natürlich, natürlich. Er muss ja jetzt auch mehr jetzt das Universum managen. Ja, genau, er muss jetzt ja andere Sachen. Dafür braucht er ja auch keinen. Also, musst du meditieren, mit der Natur in Einklang sein, musst du mit den Tieren. Mit den Würmern spielen, da musst du Gräser beobachten. Mit den Würmern spielen. Und Lichter. Legst dich einfach bei Regen in den Matsch und rollst zusammen mit den Würmern rum. Sehr verantwortlich, ist auch immer sehr schwer mit dem lila Clan und dem orangen Clan, ne?
Ey, wenn die noch einmal lila und orange sagen, die kannst du doch wirklich... Vielleicht sollten wir auch so einen lila Clan machen. Lila Clan. Da kannst du doch hier so in so einem... Hier, da gibt es im E-Sport doch immer die so hätten sie Szene. Die Guten und die Bösen nennen sollen. Wer besser? Wer sind die Bösen? Das sind die Bösen, die wollen Folgendes. Wenn du es müsstest, wärst du eher im Orangen-Clan oder im Lila-Clan? Okay, ja klar, im Lila-Clan. Nur vom Namen her? Ja, im KI-Clan. Okay, im Lila-Clan. Na gut. Ich glaube, dass die Zukunft gehört schon der KI und nicht den Mayas, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und die Unsichtbaren, ja, die kann man vernachlässigen, die wollen gar nicht irgendwas machen. Die wollen nicht gesehen werden. Die wollen nur mysteriös im Hintergrund rumsitzen und die ganze Zeit so tun, als ob sie alles wissen. Das sind alles nur Spanner. Spanner. Oh, hier, mal, bla, Holidays, Weekends, bla, bla. Also, ja, da bedanken sich die Leute, dass ihre Familien das überlebt haben. Die lange Entwicklungszeit, aber wahrscheinlich die fehlenden Wutausbrüche der Entwickler und der Tester. Ja, was? Du wolltest noch was sagen? Also ich fand die Tanzszene am besten, muss ich sagen, die ich am Anfang gesehen habe. Gell? Irgendwie tatsächlich, die Tanzszene war auch am besten, finde ich auch. Und es gibt noch ein paar Sexszenen, die haben mir auch gut gefallen. Ja? Es gibt insgesamt zwei oder drei, je nachdem wie viel man kann, zwei oder drei Sexszenen und dann diese Tanzszene. Ist doch schön. Jetzt bin ich mir unsicher, ob vielleicht nach den Credits dann doch nochmal, wie so oft und so gerne, nochmal was kommt. Ja? Aber die Credits bei Spielen gehen auch immer viel zu lange. Also bin ich mir unsicher. Warten oder vielleicht was verpassen. War das damals auch schon so gang und gäbe, dass dann nochmal nach dem Abspann so ein... Nicht immer, nee. Aber es war schon oft. Also bei Spielen lässt es sich ja auch, finde ich, leicht machen. Ob das jetzt ein Text ist oder ein Bild. Oder es gibt ja so viel... Kram, den man hinten noch dran packen kann. Aber eigentlich haben wir alles erfahren. Total zugenommen, finde ich. Also, ja, weil es alle erwarten. Vor 10 Jahren oder so war es noch ganz selten. Ja. Gab es wirklich nur so eine Handvoll oder ich weiß nicht. Doch, hast recht. Jeder Blockbuster braucht heutzutage eigentlich am Ende nochmal irgendwas nach den Credits. Marvel hat das so überstrapaziert, oder? Ja, aber ich finde es auch nicht schlecht. Was ich nicht mehr mag, ist, dass nach jedem Pixar-Film alle Charaktere irgendwie tanzen oder so in den Credits. Das macht mich wahnsinnig. Ist einfach... Ja. Das ist nicht mehr mein Alter, wo ich noch jeden Charakter tanzen sehen will. Außer bei Soul Train, der Doku, die wir gestern geguckt haben und die richtig geil ist. Oh ja. Wie heißt die nochmal? Soul Train, The Hippest Trip in America. The Hippest Trip in America, ja. Richtig gut. Haben wir gestern sehr viel Spaß gehabt. Es findet kein Ende. Komm, ich drück's weg. Geht nicht. Gut, dann drücke ich's so weg. Ich mag ja auch bei diesen Abspänen so Jackie Chan-mäßig, weißt du, wenn sie nochmal die Stunts zeigen oder ich finde auch, oder so. Ich mag das eigentlich, wenn in Abspänen nochmal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Content geliefert wird. Hi, hi. Jetzt würde ich hier nochmal zum Abschluss, und danach machen wir wahrscheinlich kurz Werbung oder so, zum Abschluss nochmal eins von diesen Videos angucken. Frage ist, welches? Hatten wir das Making-of schon oder hatten wir, nee, Motion Capture hatten wir, oder? Keine Ahnung. Oder hatten wir das? Ich bin mir gerade unsicher. Egal, was es für ein Video ist, es sollte kurz sein. Ja, mal gucken, Charaktere, das. Ach, wenn ich es nur wüsste, ich glaube, es ist das. Wir gucken mal rein. Und danach gibt's Werbung. Lucas is in danger. I've got no other choice. Eine tanzende Zecke, die gab's oder was? Milben waren es, glaube ich, oder Zecken, ja. Waren, da siehst du, KI-Zecken, alles Riesenquatsch. Human sacrifice. What was that noise? So, you see, was your whole chicken reason? I'm Inspector Carmagnant. I'm in charge of the investigation. Sieht auch aus wie bei jemands Pause, die Tonaufnahmen gerade. Ja. What is your cage like? More to our universe than can be perceived by the naked eye. Okay. Der hätte auch in so Spiel mitspielen. Ja, ist doch interessant. Guckt man sich manchmal ganz gerne an. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr. Ich hätte gern noch irgendwas, was man so zeigen kann, was man durchgehen kann, die Charaktere. Man kann es ja mal probieren, hier reinzuklicken. Vielleicht kommt da noch was Tolles. Jetzt kommt kurz nochmal dasselbe Intro. Das
Das sind alle Charaktere nochmal und alle Skins und. Oh, da war auch jemand nackt. Mhm. Das ist schon irgendwie lustig. Dafür mag ich David Cage. Er hat immer großes Interesse, den Leuten so ein bisschen diesen Prozess beizubringen, ja? Der Spielentwicklung. Das finde ich schon irgendwie ganz cool. Mhm. Und in diesen Charakterzeichnungen sehen die Leute auch immer cooler aus. Ja. Viel cooler als dann fertig im Spiel. Woran liegt das? Ja, zu aufwendig, gell? Ich meine ja nicht zwingend, ich meine einfach den Style. Der Style ist anders, das ist doch eine geile Idee. Guck mal, die tauchen wie oft auf, einmal kurz in dieser einen Zwischensequenz. Und warum? Was sollen das für Einheiten sein? So. Ja gut, wir werden jetzt wirklich gerade, jetzt werden auch noch Texturpacks hier gezeigt. Das war's. Ich bedanke mich bei, vor allen Dingen bei dir, dass du es mit mir ausgehalten hast. Ich und bedanke diesem Spiel. Mich. Nicht bei David Cage. Nee? Nee, bei allem nur nicht dem. Ich bedanke mich beim Chat. Ich bedanke mich bei dem Raben. Ja. Und natürlich bei Agatha. Ich bedanke mich bei, wie heißt er im Moment? Takeo. Und ansonsten bedanke ich mich bei diesen 195 Bonuspunkten, die ich immer noch habe. Obwohl ich schon alle zweifach ausgegeben habe. Irgendwas ist hier komplett kaputt. Yay. Und eine interessante Sache noch, kurz aufgelöst. Ich habe irgendwann mal, haben wir hier eine Szene gesehen, wo eine Platte zu sehen war mit... Also im Hintergrund, in der Kulisse, mit Beyond, dem Logo vorne drauf, was total krass wäre, wenn da schon, also zu einem Spiel, was David Cage dann über zehn Jahre später rausbringt, schon so eine Werbung quasi drin wäre, weil einem das Gefühl gibt, der Mann hat das von vornherein geplant. Ist aber nicht so, ist nur im Remake so. Ja. Früher war da was anderes, er hat nur so getan, als ob er schon damals daran gedacht hat. Oh, ich bin empört. Das ist, man das, kann ein bisschen das ist dann empört schon wieder total lame. Das ist dann schon wieder so ein bisschen mit der Dummheit der Leute auch darauf hoffen, dass sie da nicht nachgucken und nachfragen. Ja? Hat aber jemand aus unserem Comments-Bereich beziehungsweise im Twitch-Chat herausgefunden und hat ein Bild gepostet mit Vergleichsbildern. Fand ich sehr interessant. Danke dafür. Mhm. Ja, wir machen kurz Werbung. Danach machen wir irgendwas anderes. Ich habe selbst noch keine Ahnung, was. Vielleicht hat der Ian Vorschlag oder gehst du heim jetzt? Ich habe noch keinen. Ich weiß nicht. Wir gehen in die Werbung. Wir gehen in die Werbung. Wir halten alles offen. Das ist ein großes Geheimnis. Du hast gehört, wir spielen Resident Evil. Willst du Resident Evil spielen? Wir überlegen mal. Wir gehen erstmal in die Werbung. Das ist Geschmackssache. Bis gleich.